Die Japaner stammen von den Chinesen und Koreanern ab und all ihre Kultur und Geschichte ist von diesen beeinflusst worden. Das ist etwas, was man immer mal wieder liest, was aber grundlegend falsch ist. Warum genau das falsch ist und wie man das über DNA-Analyse herausgefunden hat, das wollen wir uns heute ein wenig genauer anschauen. In den letzten Jahren ist die Forschung in Bezug auf DNA, YX-Chromosom und wie weit man das zurückverfolgen kann und alles wirklich sehr, sehr weit gekommen, hat große Fortschritte gemacht, sodass man auch wesentlich besser verstehen konnte, wo die Japaner eigentlich herkommen und wer genau die Vorfahren der Japaner eigentlich waren. Bei diesen DNA-Analysen ist rausgekommen, dass die Japaner sich in der D-Haplogruppe des Y-Chromosoms grundlegend unterscheiden zu den Südkoreanern bzw. den Koreanern generell und auch den Chinesen. Generell ist es wohl so, dass diese D-Haplogruppe nur relativ selten in Asien überhaupt gefunden wird. Diese D-Haplogruppe lässt sich dann nochmal aufteilen und die Gruppe D1a findet man wohl nur in Japan, Tibet und im Osten von Indien auf den sogenannten Andaman-Inseln. Generell gibt es diese D1a-Haplogruppe aber wohl auf der ganzen Welt nur relativ selten. Und dann gibt es noch die D1b-Haplogruppe und das ist eine, die bisher nur in Japan gefunden worden ist, weshalb man davon ausgehen könnte, dass die Gruppe überhaupt erst in Japan so richtig entstanden ist oder alle anderen Menschen, die irgendwo sonst waren, es nicht bis heute geschafft haben. Das könnte man natürlich auch sagen. Aber ich habe auch gelesen, dass es wohl Wissenschaftler gibt, die davon ausgehen, dass diese D1b-Gruppe eventuell sogar wirklich in Japan entstanden ist. Das heißt, die findet man nur in Japan, die D1A-Gruppe findet man ansonsten außerhalb Japans, vor allem in Tibet und eben diesen Inseln im Osten Indiens, aber nicht in Korea oder China. Was die Theorie, dass die Japaner komplett von den Koreanern und Chinesen abstammen, ziemlich unwahrscheinlich macht und eigentlich auch widerlegt. Wo kommt diese D-Gruppe aber eigentlich her? Ursprünglich gab es wohl die DE-Gruppe, die in Afrika entstanden ist. Und die Abspaltung in diese D1-Gruppe ist vor ungefähr 50.000 Jahren auch in Afrika passiert. Und diese D1-Gruppe, warum auch immer, das weiß man wohl noch nicht, hat sich dann strikt auf den Weg Richtung Osten gemacht und ist letzten Endes dann eben auch in Japan angekommen. Da gibt es auch eine schöne Grafik, wie ihr hier sehen könnt. Ne, da seht ihr DE-Gruppe in Afrika entstanden. Die sind dann rüber, so im Norden von Indien. Und da hat es sich dann in D1, D3, D2, nennen die das hier. Das ist nicht die D1-Gruppe, von der ich gerade eben gesprochen habe, sondern das sind nochmal andere Bezeichnungen dafür. Aber was wir hier sehen, also vergesst die Zahlen hinter dem D am besten, was wir hier sehen ist, dass diese D-Gruppe eine sich, ne, dieses D3, in Richtung Tibet abgespalten hat und das andere in Richtung Japan. Und deswegen ähneln sich die DNA von Tibet und Japan auch so stark und auch von Indien, weil diese D-Gruppe eben auch durch Indien durch ist. Nur in China ist es irgendwie komplett ausgelöscht worden durch eben andere Völker, die in China immer wieder dann die Macht ergriffen haben. China war ja ein Land, was immer wieder von verschiedenen Leuten dann beherrscht worden ist. Nicht ganz so friedlich, ne? Da ging es immer ein bisschen gewalttätig natürlich auch zu. Aber die Grafik zeigt eben ganz gut, warum sich die DNA in Tibet und Japan auch so ähnelt. Die Menschen mit der E-Gruppe sind wohl mehr oder weniger in Afrika, da im Mittelmeerraum dann auch geblieben und sind maximal bis Indien gekommen wohl. Diese D-Gruppe, vor allem die D1A-Gruppe und D1B-Gruppe, ist dann die Gruppe, die im Grunde die Vorfahren der heutigen Japaner sind. Man nennt die auch Jomonji. Ne? Jomon-Zeit ist die früheste Zeit in Japan sozusagen, also die früheste Periode, die hier irgendwie einen Namen hat, die nennt man Jomon-Zeit. Und diese Jomon-Leute hatten genau diese Gruppe, also diese D1A und D1B-Gruppe.
Haplogruppe. Man sagt aber auch, dass die Jomon-Leute sich immer wieder mit Leuten außerhalb Japans vermischt haben. Das sieht man wohl auch. Also die Jomon-Leute sind so ein bisschen ein kleines Rätsel vielleicht auch, ja. Sie haben hier in Japan eine DNA-Gruppe, die sonst nirgendwo existiert auf der Welt, haben sich aber auch immer wieder gemischt, also sind auch immer wieder verschiedene Einflüsse reingekommen. Sie sind aber irgendwie in Japan geblieben dann, ne? Also diese DNA-Gruppe, sie haben sich nicht groß auf den Weg gemacht in andere Länder, sondern sind erstmal hier mehr oder weniger isoliert gewesen. Und das vor ungefähr 38.000 Jahren. Ne, man geht davon aus, dass diese D-Gruppe vor ungefähr 38.000, 40.000 Jahren so in Japan angekommen ist. Wenn man sich wohl die Mitochondrien-DNA, die man in der Eizelle der Frau findet, anschaut, dann sieht man, dass dort auch Parallelen zu den Semiten, den Juden und den Chinesen aus dem Zhangjiang, ich schreibe es euch hier rein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dass da eben auch Parallelen zu finden sind. Dann vor circa 3000 Jahren, also 1000 vor Christus ungefähr, sind die sogenannten Yayoi-Jin, also die Yayoi-Menschen. Yayoi ist wieder der Begriff für eine Zeitperiode in Japan, die ungefähr, da gibt es die verschiedensten Leute, die sagen, ja, die hat da angefangen, die hat da angefangen, ungefähr 1000 vor Christus soll die wohl angefangen haben. Und diese Yayoi-Menschen sind nach Japan gekommen. Das waren wirklich Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind. Und die DNA-Analyse hat dort ergeben, dass die höchstwahrscheinlich aus dem heutigen Shanghai und Nanjing, heißt es glaube ich, gekommen sind. Also da, wo diese Städte heute sind. Aus dem Bereich sollen die gekommen sein. Und das hat man auch festgestellt, weil man sagt, der Reis, der in diesem Gebiet in China angebaut wird, hat exakt die gleiche DNA wie der Reis, der auch in Japan gefunden wurde. Und die sind wohl ungefähr bis in die Kinki-Region gekommen, also hier Kansai auch. Mit dem Reis und der DNA gibt es jedoch so ein Problem. Also die gängige Theorie ist, dass der Reis von China nach Japan gekommen ist. Es gibt in Japan aber mittlerweile in den letzten Jahren, eine Menge Archäologie hat das zutage gefördert, gibt es Fundstellen, an denen man eindeutig gefunden hat, dass Nassfeld-Reiseinbau in Japan schon betrieben worden ist und höchstwahrscheinlich vor der Zeit, als dieser identische DNA-identische Reis nach Japan gekommen sein soll, von China aus. Das heißt, man könnte auch die Theorie aufmachen, dass diese Menschen von China nach Japan gekommen sind und den Reis, der hier schon angebaut und benutzt wurde, vielleicht einen Teil wieder mitgenommen haben nach China und dass der deswegen identisch gleich ist. Wenn man den genetisch identisch gleiche Sachen hat, gibt es ja immer zwei Theorien. Entweder es ist von A nach B gekommen oder von B nach A. Was ist, muss man dann aufgrund der umliegenden Funde und so natürlich irgendwie beurteilen. Also dann gibt es mit den neuesten archäologischen Erkenntnissen auch andere Theorien, die sagen, ja, die Yayoi-Leute, die nach Japan gekommen sind, haben den Reis dann mitgenommen, weil es eben hier bei Ausgrabungen Stellen gefunden worden sind, die darauf schließen lassen, dass in Japan schon früher Reis angebaut worden ist als in diesen Teilen in China. Diese Yayoi-Leute sind aber eindeutig aus China nach Japan gekommen und haben sich dann hier gemischt mit den Jomon-Leuten, die ja schon lange, lange da waren, seit ungefähr 38.000 vor Christus. Und die haben sich dann miteinander gemischt, haben ihre Kultur natürlich auch ein bisschen vermischt, sodass es dann der Fall war, dass sich die Yayoi-Kultur über ganz Japan erstreckt hat, bis auf in den äußersten Norden. Da sind vor allem die Jomon-Leute zurückgeblieben und, das würde jetzt den einen oder anderen von euch überraschen, Okinawa. Auch Okinawa, heute noch, die Jomon-DNA ist ziemlich, ziemlich stark, genauso wie auch auf Hokkaido. Das heißt, ganz unten und ganz oben, da ist die Jomon-DNA vor allem ziemlich stark zurückgeblieben und diese Yayoi-Menschen aus China sind vor allem dann auf die Hauptinseln Japans gekommen und haben da auch gewirkt. Dann habt ihr vielleicht schon mal von den sogenannten Ainu gehört, ne? Dem Ureinwanderervolk oder dem Urvolk, sagt man immer, von Hokkaido. Das Problem mit den Ainu ist nur, und das hat man auch durch diese DNA-Analyse herausgefunden, das sind im Grunde gar nicht die Ureinwohner Hokkaidos oder Japans, sondern die Ureinwohner sind die Jomon-Leute und die Ainu sind erst entstanden durch eine Mischung mit den sogenannten Okuhotsujin, nennt man die auf Japanisch. Wie man die auf Deutsch ausspricht, ich weiß es nicht. Vielleicht Okots, ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es euch hier wieder rein, wie es geschrieben wird. Auf jeden Fall, die kommen oben, wo das heutige Russland ist. Da sind die hergekommen nach Hokkaido, haben sich mit den Jomon-Leuten vermischt. Und diese Mischung aus diesen Okuhotsujin und den Jomon-Leuten auf Hokkaido, die bezeichnet man als Ainu. Die ist aber erst ungefähr in der Kamakura-Zeit entstanden. Das heißt, die Ainu gehen auf die Kamakura-Zeit zurück. Und das ist halt vor ungefähr 700, 800 Jahren. Das heißt, es ist noch nicht ganz so alt. Und die
als Ureinwohner zu bezeichnen, ist ein bisschen komisch, weil die Jomon-Leute ja schon viel, 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 viel früher da waren. Ja, also Ainu sind gar nicht so alt, wie man vielleicht glauben mag. Die sind erst so 700, 800 Jahre alt und in der Kamakura-Zeit entstanden. Dann Okinawa hatte ich ja gerade eben auch schon angesprochen. Okinawa wird auch immer gesagt, der chinesische Einfluss ist sehr, sehr stark gewesen. Auch da kann man so ein bisschen drüber spekulieren, wie das denn wirklich war. Denn wenn man sich die DNA anguckt, ist die Jomon-DNA noch ziemlich stark bei den Okinawa-Leuten heute auch noch. Was dafür spricht, dass der chinesische Einfluss mit Sicherheit da war, aber nicht so stark, wie oft behauptet wird. Dann natürlich auch noch eine interessante Frage, wie viel Prozent der DNA der heutigen Japaner geht denn auf die entsprechenden Vorfahren zurück? Und da sehen wir, dass ungefähr 50% der japanischen Männer, das hat man durch das Y-Chromosom herausgefunden, 50% gehen auf die Jomon-Leute zurück, circa 40% auf Südchinesen und circa 10% auf Nordchinesen. Wir sehen also auch heute noch in den Japanern, die Jomon-DNA ist zur Hälfte ungefähr immer noch vorhanden, was natürlich eine ganze Menge ist, aber auch ungefähr 50% ausländische DNA, vor allem aus China. Also da sieht man auch, dass es da wirklich eine große Mischung gab und in der Vergangenheit eine Menge an Ausländern nach Japan auch reingekommen sind, so wie wir es in den Mythen und Legenden im Kojiki, im Nihon Shoki und zahlreichen anderen Schriftwerken Japans eben auch sehen. Da steht es ja geschrieben, dass die aus dem Ausland kamen. Toraijin nennt man die auf Japanisch in der Regel. Das ist soweit das, was man durch die DNA-Analyse herausgefunden hat. Wir wissen jetzt also, klar, die Japaner sind ursprünglich Einwanderer gewesen, die aus Afrika irgendwann mal kamen. Ne, man geht ja davon aus, dass der Mensch in Afrika entstanden ist. Das heißt, egal wo auf der Welt, die gängige Theorie momentan ist, dass eben der Mensch aus Afrika sich verteilt hat und in Afrika eben diese DE-Gruppe entstanden ist, von der die D-Gruppe sich dann auf den Weg Richtung Osten gemacht hat und bis nach Japan gekommen ist, wo sie sich dann wieder abgespalten hat und in Japan eben diese Gruppe entstanden sein soll, die man D1B nennt und die man auch heute noch weltweit halt nur in Japan oder japanischen Nachfahren findet. Das heißt, es ist also nicht so, dass erst eine Zeit lang in China Leute gelebt haben für Jahrhunderte oder Jahrtausende und diese sich dann irgendwann entschieden haben, nach Japan zu kommen und somit die Vorfahren der Japaner gebildet haben, sondern die Vorfahren der Japaner sind halt direkt mehr oder weniger aus Afrika, diese abgespaltene Gruppe hat sich dann nach Japan begeben und die sind vor 38.000 Jahren ungefähr hier in Japan schon angekommen. Und das ist natürlich ein bisschen was anderes als das, was oft erzählt wird, dass die Japaner also komplett von den Chinesen oder Koreanern abstammen. Das ist nicht der Fall, denn auch heute noch die modernen Japaner zur Hälfte führen diese Jomon-DNA in sich, die schon vor 38.000 Jahren hier in Japan angekommen ist. Auch noch was Interessantes ist, dass man bisher, ne, ist ja alles immer bisher, die Archäologie und so, man forscht ja immer weiter und entdeckt neue Sachen, aber zum jetzigen Zeitpunkt geht man davon aus, dass die älteste Überquerung des Meeres zu einer Insel und wieder zurück, also hin und zurück mit einem Schiff, dass das in Japan stattgefunden hat und zwar auch vor circa 38.000 Jahren, also relativ genau zu der Zeit, wo die Japaner hier angekommen sind. Und zwar hat man in der Kanto-Region, also um Tokio herum in Richtung Shizuoka auch, da wo der Fuji ist, hat man Obsidian entdeckt. Ne? Also die Leute in der Steinzeit haben mit Obsidian dann irgendwie so Dinge zum Jagen entwickelt. Und dieser Obsidian ist von der Insel Kose, der dort gefunden worden ist, in der Kanto-Region. Und dann hat man das alles zurückgerechnet und angeguckt, geologisch, wie das ausgesehen hat, und ist zu dem Schluss gekommen, dass vor 38.000 Jahren die Insel Kose auch schon vom Meer umgeben war und nicht mit dem, ja, japanischen Festland ist komisch, weil Japan an sich eine Insel ist, aber mit den Hauptinseln verbunden war. Das heißt, um diesen Obsidian von der Insel Kose abzubauen und mit nach Kanto zu bringen, also Tokio, um es einfacher zu machen, musste man mit dem Schiff zur Insel Kose fahren, den Obsidian dort abbauen, einsammeln und wieder zurückbringen. Die Analysen haben eben gezeigt, dass dieser Obsidian 38.000 Jahre alt ist, der da gefunden worden ist in Kanto und so. Und deswegen geht man davon aus, dass die Japaner schon vor 38.000 Jahren, also die Menschen, die hier gelebt haben, mit Schiffen in der Lage waren, hin und zurück zu fahren, was super, super alt ist. Die Schiffe aus der Zeit hat man selbstverständlich nicht gefunden, denn 38.000 Jahre, das ist natürlich schon eine Menge. Ich weiß nicht, ob überhaupt ein Schiff so lange aus Holz
Holz halten könnte. Ne, müsste wahrscheinlich irgendwie versteinert werden oder was weiß ich was. Da kenne ich mich auch nicht so aus. Aber das hat man auch herausgefunden und das ist natürlich schon ziemlich alt. Daraus schließt man auch so ein bisschen und noch mit anderen Funden, dass die Japaner auch wirklich schon sehr, sehr früh eine Seefahrernation waren. Und dann gibt es auch immer noch die Theorien. Es gibt ja dieses Sundaland, heißt das, glaube ich, da um die Philippinen, Indonesien rum bis unten nach Australien. Was im Grunde mehr oder weniger Landmassen sind, die jetzt unter Wasser liegen, die aber vor tausenden von Jahren über Wasser waren und dass auch ein Teil der Japaner daher gekommen ist. Leider kann man das aber schlecht analysieren, ne? Denn das liegt ja jetzt alles unter Wasser und auch um die japanische Küste herum gibt es eine Menge an Orten, die vor tausenden von Jahren nicht unter Wasser lagen. Und da kann man aber auch schlecht analysieren. Man hat ein paar Vasen und Figuren und so gefunden bei Tauchgängen, aber man weiß nicht so wirklich, was da eigentlich liegt, sodass vermutet wird, dass wenn man das erforschen könnte, man noch eine ganze Menge mehr herausfindet über die wahren Wurzeln der Japaner. Ich persönlich finde das mal wieder super interessant, auch wenn es total kompliziert war jetzt. Ich eine Menge recherchiert habe und ich hoffe, dass ich alles halbwegs richtig zusammenfassen konnte. Ich hoffe, ihr habt auch halbwegs verstanden, worum es geht. Gerade mit diesen Haplogruppen, es gibt noch viel, viel genauere Erklärungen. Ich habe das alles ein bisschen weggelassen, weil ich denke, der Normalo, genauso wie ich, hat von diesen DNA-Sachen nicht so viel Ahnung. Ja, diese JAP-Gruppe gibt es da noch. Diese D-Gruppe ist eine Untergruppe von dieser JAP, nennen die das hier, JAP-Gruppe, die wohl auch relativ selten ist, ja. Also es ist alles ziemlich kompliziert gewesen und ich habe es versucht, so einfach wie möglich runterzubrechen und zusammenzufassen. Was man also mitnehmen sollte, ist, die DNA der Japaner ist weltweit gesehen auch relativ, ja, einzigartig, könnte man sagen, beziehungsweise ziemlich, ziemlich alt, weshalb einige in Japan schon so spaßeshalber sagen, eigentlich müsste man den Japaner als Weltkulturerbe registrieren von der DNA her, ne, diese Jomon-DNA, weil die halt so selten ist und ist die eigentlich sonst, vor allem diese D1B-Gruppe außerhalb Japans, eigentlich gar nicht gibt. ist auch irgendwie lustig. Aber ja, ich fand das ganz interessant und so sehen wir natürlich auch, Japan hat schon immer Kontakte zum Ausland gehabt und es gab immer Leute, die auch schon in der Jomon-Zeit hierher gekommen sind, mit denen sich die Leute gemischt haben. Aber dennoch war Japan als Insel immer relativ isoliert, hat sich ein bisschen auf den Weg nach China und Korea gemacht, auch vor tausenden von Jahren. Das ist auch interessant, denn an diesen DNA-Verteilungen sieht man, es gibt in Korea und China auch Jomon-DNA natürlich, aber die ist halt viel, viel, viel weniger vorhanden als in Japan, weshalb es viel mehr Sinn macht zu denken, okay, die Leute sind nach Japan gekommen und dann zu einem gewissen Zeitpunkt sind sie von Japan in Teile nach China gegangen, Teile nach Korea, ne, haben sich dort in die Richtungen bewegt und das würde auch Sinn ergeben, denn es gab fette Vulkanausbrüche in Japan immer wieder. Vor allem im Süden von Kyushu gab es vor ungefähr 7000 Jahren einen richtig fetten Ausbruch, der die Hälfte von Japan lahmgelegt hat und eine Menge an Leuten hier wahrscheinlich auch getötet hat. Und da geht man auch davon aus, dass nach diesem Ausbruch sich einige geflüchtet haben und über Schiffe dann nach Korea und China eben auch gegangen sind und dann dort auch sesshaft geworden sind, weil eben nach diesem fetten Vulkanausbruch es in Japan erstmal relativ schwierig war. Nun, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig was Neues über die Ursprünge der Japaner lernen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob es interessant war. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es natürlich noch mein Buch, eine Menge an Online-Kursen, Rabattlinks in der Videobeschreibung und noch ein paar andere Links. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!